Ja, darf ich recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge meines kleinen Videopodcasts unter www.derweinmarkter.de. Heute bin ich mal wieder in der Pfalz unterwegs, wie man schon sehr schön erkennen kann im Hintergrund. Heute beim Weingut Rings bzw. bei den Brüdern Rings, zwei Brüder, Steffen und Andreas. Hallo erstmal. Ich weiß nicht, ob Sie schon wussten. ja, ihr zwei seid relativ, Anführungszeichen, neu im Geschäft. Sehr erfolgreich, mehrere Preise, Vinum, Rotweinpreis. Also gerade wer sich in Deutschland ein bisschen mit Rotwein beschäftigt, stößt über eure Weine. Erzählt mal kurz was, wie lange gibt es euch schon? Wie viel Hektar macht ihr ungefähr? Wie ist Weißwein, Rotwein? Was habt ihr alles im Programm? Einfach mal einen kurzen Überblick. Das müsste Steffen machen, der hat auch angefangen. Ja, so lange ist, also so kurz ist das nämlich noch gar nicht. Wir sind seit 12 Jahren jetzt eigentlich, also dieses Jahr 13 Jahre bin ich im Betrieb, seit 2000. Und damals haben wir natürlich noch alles etwas umkrempeln müssen, Rebsortenstrukturen ändern und so weiter. Und das ist aber mittlerweile heute auf einem ganz guten Stand. Wir sind bei knapp 21 Hektar. Die Hälfte ungefähr ist rot, die andere Hälfte ist Weißwein bestockt. Ja. Und natürlich hat es alles mit Rotwein bei uns angefangen, gerade mit den Rotwein-Cuvées, aber mittlerweile ist auch gerade das Thema Riesling sehr, sehr stark geworden. Ja. Was hat euch damals dazu bewogen, also auch die Rotweingeschichte anzufassen? Ist das war schlechte Erfahrungen im Umfeld oder? Nee, das war, also damals war das jedenfalls für mich sehr interessant, das hat sehr viel Spaß gemacht und ich muss auch sagen, dass das für uns von unserer Rebsorte, nicht nur von der Rebsorte, auch von der Bodenstruktur her sehr gut gepasst hat nach Freinsheim. Was muss der Boden, was muss das Klima mitbringen, um gute Rotweine zu machen hier in der Pfalz? Der Boden für Rotwein muss halt eben nicht so fett sein, er muss eher ein bisschen leichter sein, ein bisschen steiniger, karger und vor allem muss es halt wenig regnen, viel Sonne und das ist gut für Rotwein. Ja. Wie viele Weine habt ihr jetzt ungefähr im Programm? Also ihr habt 20. Ihr habt also die natürlich die Weißweine Standardgeschichte natürlich Riesling. Ja. Dann habt ihr Grauburgunder im Programm. Weißburgunder. Sauvignon Blanc ist ein Thema. Ja. Rotwein ist Spätburgunder natürlich. Spätburgunder ist Hauptthema eigentlich im Rebsortenbereich und das andere sind Cuvées. Das ist eigentlich ganz klassisch. Riesling und Spätburgunder sind immer die Hauptteile. Ja. Von Weiß und Rot und das wird dann ergänzt durch Spezialitäten wie Sauvignon Blanc beim Weißwein oder Chardonnay und beim Rotwein sind es dann eben die internationalen Rotweine, die man dann aber komplett im Cuvée trinkt. Ja. Aber also was Syrah gibt es auch, glaube ich, auch. Ja, glaub ich, wir machen ab und zu auch mal was Sortenreines, aber das ist nur, wenn es vom Jahrgang her passt und das ist halt dann in dieser Reserve-Kategorie, da gibt es auch Syrah. Und mit den Rotweinen seid ihr eigentlich mit dem kleinen Kreuz und das Kreuz, eigentlich das waren so eure, kann man sagen, Flaggschiffe im Prinzip. Das Kreuz war eigentlich der Start von allem. Ja. Wenn jetzt jemand von euch noch nie Weine probiert hat, ihr habt in drei Kategorien die Weine eingeteilt, im Prinzip Gutsweine, Ortsweine und Lagenweine. Ja. Mal ganz kurz, was ist so der Unterschied bei euch zwischen einem Gutswein, Ortswein und einem Lagenwein? Ja, also der Unterschied ist eigentlich daran, dass die Herkunft die Qualität ausmacht. Die Herkunft und die Wertigkeit der Lage und der Anlage, die macht das eigentlich aus und deswegen gehen wir auch diesen eher traditionellen, klassischen Weg und teilen das in diese Kategorien ein. Gutsweine sind quasi ohne Herkunft. Ohne Lagenbezeichnung. Ohne Lagenbezeichnung. Also sind aus der Umgebung von Freinsheim, aber alles eigene Weinberge. Das ist ganz wichtig, weil wir sind beide der Meinung, dass nur über sagen wir, die ständige Arbeit in unseren eigenen Weinbergen, die handwerkliche Arbeit hat, hohe Qualität zu erzielen sind. Und Ortsweine sind dann quasi die besten Weinberge aus dem jeweiligen Ort und Lagenweine die besten Lagen. Die besten Lagen. Genau. Also
Gutsweine, kann man sagen. Das spiegelt sich dann auch sofort wieder in der Qualität, im Ausdruck und Charakter, Lagerfähigkeit. Ja. Eine ganze Sache. Okay, im Gutsweinbereich bietet ihr an Riesling, glaube ich. Riesling, Grauburgunder, Muscatella. Muscatella. Ja. Und da habt ihr aber noch eine andere Linie, diese Rings, Weiß, Rosé und Rotgeschichte. Das, also ist, mit, so. Das ist auch, wie gesagt, so eine Einstiegslinie, die sehr, sehr unkompliziert ist vom Typ her, die allerdings dann auch aus Traube von Vertragswinzer entsteht, also das ist nicht nur aus eigenen Weinbergen, dadurch ist es auch ganz klar getrennt vom Etikett her, von der Bezeichnung her, und bei uns geht es eigentlich mit den Gutsweinen los. Mit den Gutsweinen. Ja. Aber selbst denke ich auch bei der Basislinie werdet ihr natürlich drauf schauen, woher kommen die. Ihr kennt die Leute, die Leute, die sind ja aus dem Umkreis, teilweise auch Freunde von uns, und wir kennen da die Anlagen und wir kaufen ja auch nur die Trauben. Kein Wein. Ja, okay. Aber hier ist zum Beispiel der Unterschied: beim Gutswein ist der Ertrag schon reduziert, auch im Sommer, auf unter 70 Hektoliter pro Hektar. Und es ist auch immer 100% Handlese. Stehen geblieben. Genau, der Unterschied zwischen modern trocken und ringstrocken. Also modern trocken, Definition. Hart an der Grenze zum Halbtrockenen, gerade noch, liegt er bei 6 bis 9 Gramm, glaube ich, dann noch in Abhängigkeit von der Säure. Also wir mal, man hätte es so einfach machen können, aber wir sind Deutscher. Wir machen es ein bisschen anders. Also ihr lasst eure Weine grundsätzlich ganz durchgären, bis letzte Quäntchen Zucker ausgequetscht ist. Geht alles in den Wein, alles in... Aber eigentlich in den Alkohol, aber doch sind eigentlich nicht alle Weine jetzt so alkoholkräftig. Ne? Habt ihr eigentlich, wie gesagt, Muscatella halt trocken? Haben, genau. Gerade da ist Muscatella ja das schönste Beispiel, dass er sehr viel Aroma schon am Anfang hat. Und wenn der Ertrag stimmt, dass das nicht zu hoch ist und man liest das dann bei Zeit, dann hat man auch nicht zu viel Alkohol. Das heißt, ihr müsst Muscatella im Prinzip ziemlich früh oder früher ernten, Man muss halt im Herbst ein bisschen drauf achten, wann man was liest. Ja, früh ist bestimmt nicht gut, aber zu spät ist halt auch schlecht. Also braucht man auch gewisse Händchen dafür. Das ist ja halt vom Jahrgang abhängig. Genau. Also wir arbeiten ja schon sehr viel mit gestaffelter Lese. Also ihr geht dann jeden Tag in die Weinberge schauen, wie viel Grad Öxler, also wie viel Zucker. Bärengeschmack ist ganz wichtig. Bärengeschmack und dann. Bärengeschmack ist eigentlich fast wichtig. Also physiologische Reife dann im Prinzip. Ja, genau. Okay. Jetzt probieren wir einfach mal ein Schlückchen. Was haben wir im Glas? Riesling Kalkmerkel. Genau, also das ist der Gutsriesling. Genau. Ganz kurz nur, warum Kalkmerkel? Weil das ist einfach von der ganzen Kalklage, die wir haben in Ungstein und Kallstadt. Und ist aber stellvertretend quasi für den Gutswein. Und das ist auch so die Visitenkarte von unserem Haus. Ist ein sehr, sehr wichtiger Wein. Das zeigt eigentlich schon jetzt beim einfachsten Wein auf, so wie die Stilistik ist vom Haus, wie kann man sich dann auch vorstellen, wie es weitergeht. Also wir wollen keine Fruchtbombe erzeugen, deswegen arbeiten wir auch überwiegend mit Spontangärung und wollen halt die Mineralität zeigen, die Reife auch von der Traube. Aber die Schwierigkeit ist einfach, die Balance zu kriegen aus, sag ich mal, Reife, Mineralität, Trinkfluss, Säure, Alkohol, das ist so das, was das ganze Thema, die Stilistik umfasst. Also die Weine sind zwar komplett durch, das hört sich immer ein bisschen böse an, aber die haben ja trotzdem gewisse Extraktsüße von der Reife draußen im Weinberg einfach. Und im Weingut werden sie sehr, sehr schon behandelt, werden, wie gesagt, ist alles Handlese, werden über einen kleinen Sortiertisch nochmal geschickt zur Endkontrolle und dann werden die Traube immer nochmal über Nacht stehen lassen auf dem Saft, dass auch möglichst viel Inhaltsstoffe in den Wein übertragen werden. Und dann wird es vergoren, filtriert und abgefüllt. Also wenn man im Weingut Rings einsteigen will, die Stilistik kennenlernen will, dann ist der Freinsheim-Riesling, Gutsriesling ist dann der richtige Einsteiger. Das ist, wenn man im Weißwein einsteigt, ist das absolut jetzt das, wo man sagt, da kann man sich dann direkt zu denken. Okay, dann habt ihr die Ortsweine. Genau. Welche Weine fallen da dort drunter bei euch? Gibt's natürlich dann wieder die Riesling-Reihe wird da fortgesetzt. Aus Freinsheim dann. Das sind immer Freinsheimer Ortsweine. Ein Weißburgunder,
Ein Sauvignon Blanc und im Rotwein dann ein Spätburgunder. Spätburgunder. Spätburgunder habt ihr, glaube ich, zwei im Programm, wenn ich es richtig sehe, im Ortswein? Nein, einen. Das ist noch eine Cuvée, dann die Quintessenz. Ah, okay, die Quintessenz. Ja, die kommt auch aus Weinsheim. Vielleicht springen wir kurz zu den Rotweinen dort. Also einmal 100% Spätburgunder. Genau. Und die Quintessenz ist ein Cuvée aus? Das ist quasi das Einstiegs-Cuvée dann. Das ist St. Laurent, Dornfeld und Merlot. Merlot. Bleibt jährlich gleich oder verändert von der Rebsorte her bleibt es gleich. Ja, aber wir gleich, die Anteile. Wir die variieren Anteile, immer ein bisschen. Also ja, ja. Wir machen immer große Probe und dann muss angepasst werden, was dann am besten schmeckt. Genau, was am besten schmeckt. Zu Cuvée verarbeitet. Ja. Gibt es eigentlich Sachen, wenn ihr schreibt, ihr habt hier eine Cuvée, ist das noch ein Problem heute in Deutschland, Cuvées zu verkaufen? Nee, überhaupt nicht. Oder ist es noch? Gar nicht. Also die Kunden wissen ja ganz genau bei gewissen Weingütern, ob Cuvées jetzt einmal aus der Reste entstanden sind oder ob Cuvées tatsächlich so cuvetiert werden, wie man sich das auch vorstellt, dass am Schluss ein Topwein rauskommt. Ja. Und das haben wir schon ganz früh gemacht, Cuvées, weil einfach es war noch bei uns. Also ich habe Kunden, also wirklich auch Kunden erlebt, Cuvée, der schmeißt doch eher ein Weiß, wenn ja, grundsätzlich, das war, glaube ich, mal, ich weiß nicht, in früheren Jahren war das, glaube ich, war das vielleicht auch mal so Usus, dass alles, was man verschafft hat, das hat man in eine Cuvée reingeschmissen und das hat sich dann vielleicht bei einigen dann manifestiert, dass dort alles, was man jetzt nicht unterbracht hat, habe ich eine Cuvée gemacht. Der Vorteil von gut gemachter Cuvée ist einfach, wenn ich gut probieren kann, dann füge ich schon die Vorteile von jeder Rebsorte in dem Anteil so zusammen, dass am Schluss sogar noch was Besseres rauskommt. Ich denke, man muss auch einfach überlegen, dass die größten oder die teuersten, mit die teuersten Weine, die man auf der Welt kaufen kann, überwiegend Cuvées. Genau. Also es gibt wenig sortenreine Weine, wo die Flasche über 1000 Euro kostet. Das sind tatsächlicherweise meistens Cuvée. Dann im Burgund und Spätburgunder ist bei uns nirgends immer Cuvée drin, weil das ist für uns wie Riesling, das gibt es immer Sortenwein. Ja, ja. Okay, dann habt ihr noch die Lagenweine. Ja. Was haben wir da dabei? Ja, Lagenwein, das sind mit die wichtigsten Weine natürlich vom Image her, von der Regionalität her. Es gibt dann bisher. Ab diesem Jahr werden die Lagenweine nochmal unterteilt in Premier Cru und Grand Cru. Und die kommen dann aus Freinsheim, Ungstein und Karlstadt. Die Weißweine eigentlich alle aus Ungstein und Karlstadt. Und in Freinsheim gibt es noch einen Spätburgunder hier von Rotop-Lage. Aber die besten Lagen sind natürlich das Schwarze Kreuz, der Saumagen in Karlstadt. Und das Schwarze Kreuz ist ja praktisch gleich um die Ecke. Ne? Da war da 100 Meter Luftlinie. Richtig, und dann und der Weilberg in Ungstein. Das sind unsere drei Top-Lagen, die es momentan gibt. Und dann in Zukunft gibt es noch aus einem stillgelegten Weinberg, den wir renaturiert haben, gibt es dann auch einen Spätburgunder aus dem Berntal. Mhm. Weißweine sind in der Lagenweingeschichte drin, Riesling und Weißburgunder. Das sind die zwei. Das sind eigentlich die traditionelle Weißweine oder Rotweine, wo auch der größte Lagenausdruck haben und das höchste Potenzial haben. Im Rotweinbereich haben wir dann in der Lagenweingeschichte Spätburgunder. Okay. Wir haben das kleine Kreuz und das Kreuz sind wir etwas separat. Läuft, es läuft halt alles, die Weine werden alle in Freinsheim produziert, alle kommen aus Freinsheimer Lager, aus dem Schwarzen Kreuz. Ja, ja. Aber es ist halt da es ein Cuvée ist, kein 100%iger Lagenwein. Von einer Sorte. Mhm. Also das heißt deswegen auch Lagenwein vom Kreuz. Mhm. Und dann habt ihr in Ausnahmejahren habt ihr immer noch 100%igen Syrah. Ja, das läuft dann unter Reserve. Gab es ja immer einen Portugieser. Ja, jetzt genau, Portugieser, dabei, genau. Ja, wieder reingekommen. Ein bisschen war ja auch ganz nett. Und in Syrah haben wir einen Portugieser. Portugieser, ist das irgendwie überhaupt ein Thema? Ja. Also, wir haben jetzt sogar noch einen Weinberg dazugekriegt, der 1935, 34 oder 1934 gerade genau angepflanzt worden ist. Ein ganz alter Weinberg, der lag die ganze Zeit neben einem Weinberg von uns. Und der Nachbar, der wollte dann wegreisen. Und ich habe halt die ganze Zeit mit ihm gesprochen und gesagt, das ist doch eigentlich ein schöner Weinberg, 77 Jahre jetzt alt.
das kann man doch nicht einfach so wegmachen. Und dann hat er gesagt, oh ja, gut, einen Hakenpilz kannst du haben. Und dieses Jahr haben wir seit erstes Jahr, bauen wir den mal aus, alles noch wurzelig, das war kein gepfropfte Rebe. Ja? Und ich bin da mal sehr gespannt. Ja. Wir haben, in unserem Betrieb gab es auch einen Weinberg, einen Portugieser, das ist der einzige, den wir jetzt die letzten Jahre noch behalten haben, der, wo auch der Portugieser entstanden ist, der ist so knapp 40 Jahre alt. Mhm. Also der Portugieser bekommt ja gerade ein bisschen wieder so eine Renaissance in der, also auch sagen wir mal jetzt in der gepflegten Top-Version, also oder in einer Reserve oder in einer stark ertragsreduzierten Geschichte, Reifung im Holzfass und so weiter und so fort, sieht man immer öfters. Das Spannende ist, man hat halt hier, wenn man ein bisschen Glück hat, die Möglichkeit, alte Anlagen zu bekommen in der Region. Es ist halt einfach eine sehr alte Rebsorte, die es hier schon immer gab. Ja. Und aus dem Grund macht es ja auch so Spaß, wenn man so alte Anlagen hat, dann sowas rauszuholen. Mhm. Wurden aber, glaube ich, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten vielleicht nicht so pfleglich behandelt. Oder ach so, ja. Also gut, das mag sein. So ein Weinberg muss man natürlich jetzt wieder pflegen. Ja. Und klar, das gehört jetzt dazu. Ja, das ist aber gut. Wir peppeln dann jetzt auf und dann gucken wir mal, wie es erste Ergebnis wird. Man hört es gerade hinten, ihr baut gerade kräftig um. Ja. Neue Verkostungsräume, ihr vergrößert die Geschichte etwas, macht sie etwas. Passt sie an dem Ansturm der Leute, die bei euch vorbeigekommen? Wir brauchen jetzt noch keine ERN-Codes, dass die Leute abfertigen können. Aber nee, wir wollten einfach nur das Ganze einfach alles abpassen und offener gestalten. Heller, freundlicher, moderner. Ja, wie sehen die zukünftigen Ziele aus? Was habt ihr noch vor? Was ist noch ein Traum zu machen oder ist irgendeine Rebsorte, wo man sagt, die würde noch reizen? Rebsortentechnisch, auch lagentechnisch sind wir voll da, wo wir sein wollen. Da machen wir auch nichts mehr weiter irgendwie in andere Lagen oder sowas. Also wir möchten auch keine neue Rebsorte mehr ausprobieren. Rebsorte genauso. Wir sind eigentlich jetzt, so wie es jetzt ab 2012 ist, ist es eigentlich unser Traum gewesen mit einer Anlage. Also Portfolio wird beibehalten, aber intensiver gearbeitet. Auf jeden Fall wird das Ganze noch. Die Weine sind auch schon von 2012 extremer geworden und wir möchten einfach nur Qualität halten und unseren Stil, unsere Idee nach außen tragen. Das ist einfach alles, was wir vorhin. Wunderbar, würde ich sagen, ich wünsche euch weiterhin viel Glück, den Erfolg, den ihr sowieso schon habt, noch viel mehr. Zufälligerweise natürlich. Ich habe die Weine zufällig im Programm. Wer sie ausprobieren will, kann sie natürlich jederzeit bei uns kaufen, entweder im Weingut oder bei mir oder anderen guten Händlern. Ich habe auch ein kleines Probierpaket im Programm, wenn man sich mal an die Weine herantasten will. Das ist etwas günstiges Probierpaket. Einfach ein paar Freunde einladen, zusammen probieren, diskutieren und sag schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal unter www.derweinmarkt.de.